Hallo, schön dich mal wieder hier zu sehen. Vielleicht kannst du mir bei einem Problem helfen. Miguel möchte mit einem Flugzeug von München nach Berlin fliegen. Er will die Entfernung mit Hilfe einer Deutschlandkarte bestimmen. Er misst die Entfernung von 51 cm. Julia nimmt den gleichen Flug. Auch sie schaut in einem Atlas nach und misst eine Entfernung von nur 10,2 cm. Wie weit ist es denn nun von München nach Berlin? 51 oder 10,2 cm können wohl nicht die wahre Entfernung sein. Und wieso haben Miguel und Julia unterschiedliche Entfernungen auf der Karte gemessen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns mit dem Begriff des Maßstabs beschäftigen. Zunächst werden wir lernen, wie man den Maßstab definiert und wie man mit einem Maßstab umgeht. Danach werden wir noch einige Beispiele zum Maßstab betrachten. Hierbei geht es um Vergrößerung und Verkleinerungen. Okay, was ist ein Maßstab und wie geht man mit ihm um? Schauen wir uns dafür einfach Wanderkarten genauer an. Dort unten in der Ecke steht 1, Doppelpunkt, 25. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com